insbesondere wenn es etwas komplexer ist, empfiehlt sich das. Ich habe oben in der ersten Reihe den Groove als Ganzes aufgeschrieben. Einmal langsam. Und ich merke beim Üben, irgendwie ist es noch nicht geil. Es ist zwar alles da, wo es steht, aber irgendwie fühlt sich noch nicht gut an. Was ich mache, ich schaue mir mal nur meine Bassdrum-Figur in diesem Groove an, den ich entwickelt habe. Und übe nur die Bassdrum. Das ist der Punkt 1. Das Tempo ist im Original 180, wir machen das jetzt mal ein bisschen langsamer, so auf 160. Das Ganze, wie gesagt, ein 7/8-Takt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn das nicht stimmt, unabhängig vom Groove, dann wird der ganze Groove insgesamt nicht funktionieren. Also betrachtet das wie so ein Motor, wie so eine Maschine, und jedes einzelne Zahnrad in dieser Maschine muss geputzt und gut geölt sein, damit das Ding nachher als Ganzes läuft. Wenn da irgendwo Sand im Getriebe ist, wird der Motor nach einer Zeit abkacken. So. Wo ich diesen City-Sound habe. Und er unten das tiefe D drückst. Kannst du mal lassen? Kommt nicht mehr hin. Ja, ich habe zwei Hände, die sind natürlich besetzt. Und ich muss das halt machen. Diese eine Stelle, wo ich die vorhin vorgespielt habe, da haben wir dasselbe gemacht. Wir haben, ich habe dieses Streicher-Set-Pitz. Songs nur den Stegpicker ran, um es noch ein bisschen dünner zu machen. Auch bei diesen Flitzestellen. Manchmal, wenn Corwin und Niki so ein Unisono-Ding hochkniedeln, also wenn sie eine Oktave hochgehen, und ich bin dann der Einzige, der untenrum irgendwas macht, dann mache ich den Halspicker ran. Dann klingt es noch dicker, um eben noch so ein bisschen mehr Bauch. Manchmal, wenn wir so ganz Oldschool-Sachen covern, mache ich hier meine, ich kann so einen alten Fender-Jazz-Bass so, simulieren. Nehme ich die Höhen raus und auch Output weniger. Das soll dann so Paul McCartney-mäßig sein. Ganz weich, so samtig, ne? Das macht dann Spaß irgendwie. Also in Pickups arbeite ich da auch so ein bisschen.